Wir haben heute einen sehr erfolgreichen und gut besuchten Neumitgliederempfang. Wir haben in den letzten 2 Jahren fast 250 neue Mitglieder werben können. Da möchte ich mich bei allen bedanken, bei unseren Ortsvorsitzenden und ihren Mitgliedern, bei unseren jungen Leuten. Wir haben Mitglieder in jeder Altersgruppe neu gewinnen können und da bin ich stolz drauf und dankbar für das aktive Arbeiten unserer Leute. Also erst bin ich zur JU gegangen und deswegen der Mama, weil die schon damals auch bei der JU war und immer noch bei der CSU ist in Emmerding als Ortsvorsitzende. Und jetzt bin ich seit ich 15 bin schon bei der JU und seit letztem Jahr bei der CSU dabei. Ja, ich bin aktuell noch eingetreten in die CSU, in Ortsverband Reischach, weil mir jetzt eben der neue Bürgermeister, der jetzt im Frühjahr das Amt übernommen hat, sehr begeistert hat mit seiner Einstellung, was er alles vorhat für Reischach. War immer schon auch politisch interessiert, war mir bis jetzt als Junger eher noch ein bisschen neutral gehalten, aber jetzt mittlerweile, wenn man eben auch das ganze weltpolitische Geschehen sieht, ist es auch immer wichtig, dass die Jugend immer noch auch weiter hier mit eintritt, auch in der Zukunft, dass auch richtig Politik gemacht wird. Und da ist meine Meinung ganz klar, dass hier die Schwarzen, die CSU Bayern unter Führung von Horst Seehofer das auf alle Fälle richtig machen. Dankeschön. Für die, die sagen, ja, zu dieser CSU-Familie möchte dazukehren, und für die, die es geschafft haben, so eine Stimmung im Ort zu machen, dass man das auch gerne macht. Und ich kann bloß eins sagen, weiter so. Ja, ich bin im Pfarrgemeinderat, Dekanats und Diözesanrat, und da ist immer wieder die Aufforderung gekommen, dass man sich auch politisch als Christ engagieren soll. Und das war für mich schon der Anlass, dass ich dann eben für den Stadtrat kandidiert habe. War ja vorher schon lange Jahre in der FU, in der Frauenunion. Und ja, dann hat es auch beim Stadtrat eben geklappt, dass ich gewählt worden bin. Ich habe den Eindruck, die Menschen sind politikbewusster geworden. Und wir als CSU, wir liefern hier Stabilität. Wir sehen es ja an den Lebensumständen in unserem Landkreis, in Bayern, auch in Deutschland. Wir haben wirtschaftliche Stabilität. Wir sind in der inneren Sicherheit führend, wir haben soziale Stabilität. Wir sind diejenigen, die glaubhaft auch unsere Menschen vermitteln können, wenn sie bei uns mitmachen, dass sie das dann auch mitgestalten können. Das finde ich sehr wichtig, dass man als Junger schon weiß, dass man sich engagieren kann und dass man was sagen kann und auch, dass man selber mit beeinflussen kann. Man kann auch in der Politik ehrlich bleiben und seine Meinung vertreten. Und ja, ich bin ja auch Seniorenreferentin der Stadt Altötting und das lässt sich gerade mit dem kirchlichen Engagement sehr gut verbinden. Das ist wirklich auch ein klares Bekenntnis, wenn man so sagen darf, auch zur CSU. Und dieses klare Bekenntnis zur CSU, das geben Sie auch ab, liebe Neumitglieder. Und deswegen habe ich wirklich einen riesen Respekt, dass es doch immer wieder auch bei den Jahreshauptversammlungen zig Personen gibt, die für langjährige Mitgliedschaft geehrt werden. Und um so eine langjährige Mitgliedschaft zu erreichen, muss man irgendwann mal Ja sagen, muss man sich irgendwann mal entscheiden, der CSU beizutreten. Und Sie oder ihr habt das getan. Ich möchte wirklich nur ein ganz herzliches Dankeschön sagen dafür, dass Sie, dass ihr alle Mitglied der CSU geworden seid.